BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Zeit für mehr Gerechtigkeit. So lautete das Motto des kleinen SPD-Landesparteitags am Samstag in Balingen im Zollernalbkreis. Vor allem die Landesvorsitzende Leni Breymeier stimmte die Genossinnen und Genossen auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes ein. Es war der erste kleine Landesparteitag, den die SPD Baden-Württemberg überhaupt abgehalten hatte. Auf dem Programm standen Änderungsanträge zur Familien- und Sozialpolitik sowie eine Podiumsdiskussion zum Thema Pflege. Doch geprägt war der Parteitag natürlich durch den Bundestagswahlkampf. Landesvorsitzende Leni Breymeier eröffnete die heiße Phase des Wahlkampfes. Eines der wichtigsten Themen, die Rente. Wir haben verabredet in unserem Regierungsprogramm, wer 35 Jahre einbezahlt hat in die Rente und dann trotzdem unterhalb der Grundsicherung landet, soll 10% mehr kriegen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Aber es geht vor allem auch darum, dass wir die bereits beschlossenen Rentenkürzungen zurücknehmen. Da muss man aktiv was machen. Nächstes Thema: Europa. Hier steht die SPD für eine Stärkung der Union, vor allem für einen europäischen Haushalt. Nach dem Brexit und den Wahlen in Österreich, den Niederlanden und Frankreich sei klar, dass sich was ändern müsse. Und Leute, es war so knapp, dass wir heute hier in Balingen wären und vom Trümmerhaufen Europas stehen könnten. So knapp. Und da kann man nicht so tun, als würde man es gerade so weitermachen. Dieses, was da passiert ist, das ist noch nicht tot oder beerdigt oder was auch immer. Die gibt es immer noch, die Leute. Und es gibt immer noch den Unmut. Drittes Thema: Familienpolitik. Es müsse, so Breymeier, ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit geben. Mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau erhofft sich die SPD auch vom Familiengeld im Wahlprogramm. Weil es die Teilzeit von Müttern und Vätern unterstützt. Das heißt, beide gehen runter auf 90-75%, beide. Und nicht der eine 100, die andere 50, macht zusammen 150%. Wenn beide 75 arbeiten, macht es zusammen auch 150%. Und dazu sagen, die kriegen dann ein Familiengeld obendrauf, halte ich für eine absolut kreative Lösung und kommt dem Ziel auch näher, die bezahlte und unbezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern gerecht zu verteilen. Gerechtigkeit, Zukunft Europa, mit diesen Themen will die SPD punkten, auch in Baden-Württemberg. Und dabei vor allem die Wählerinnen und Wähler der unteren und mittleren Einkommen erreichen. Im schweizerischen Schaffhausen, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, ist am Montagmorgen ein mit einer Motorsäge bewaffneter Mann in die Altstadt gelaufen und hat dort mehrere Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Altstadt von Schaffhausen wurde großräumig abgesperrt. Der Tatverdächtige wird als ungepflegte Erscheinung mit Glatze beschrieben. Er ist auf der Flucht. Es handelt sich allerdings nicht um einen Terroranschlag, so die Schweizer Polizei. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher hat am Wochenende der Uracher Schäferlauf angezogen. Das eigenen Angaben zufolge schönste Heimatfest im Ländle gibt's bereits seit 1723. Damals hatte Herzog Eberhard Ludwig verfügt, dass das alljährliche Schäfertreffen nicht nur in Markgröningen, sondern auch in Wildberg, Urach und Heidenheim stattfinden sollte. Seit der Abschaffung der Zünfte sind die jeweiligen Kommunen für die Ausrichtung der Schäferläufe zuständig. In Markgröningen findet der Schäferlauf jedes Jahr statt, in Bad Urach und Wildberg im Wechsel alle zwei Jahre. Heidenheim hat den Schäferlauf nach mehrmaligen Wiederbelebungen 2008 abgeschafft. Beim Schäferlauf ermittelten die württembergischen Schäfer in alten Zeiten ihren Schäferkönig. Seine Aufgabe war vor allem die Schlichtung in Streitfällen. Jetzt wollen die Städte Markgröningen, Wildberg und Bad Urach die Aufnahme des Brauches in das immaterielle Weltkulturerbe beantragen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Öhringen im Hohenlohe-Kreis wurde Amtsinhaber Thilo Michler mit 89,5% der Stimmen wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 19,7%. Michler war der einzige Kandidat. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Das Wetter in Baden-Württemberg für den Dienstag lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: nass.
Überall im Land hängen dicke Wolken am Himmel, von der Sonne ist nichts zu sehen und es regnet. Am Bodensee kann es auch zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad im Schwarzwald und 18 Grad im Breisgau. Zur Wochenmitte wird es zumindest im westlichen Teil des Landes wieder teilweise sonnig. Dennoch kann es den Tag über auch regnen. Im Osten von Baden-Württemberg ist von der Sonne dagegen nichts zu sehen. Da versteckt sie sich hinter dicken Regenwolken. Maximal 14 Grad zeigt das Thermometer auf der Schwäbischen Alb an. Bis zu 22 Grad gibt es in der Kurpfalz.